Das Auto ist 1940 nur bei der Mille Miglia gefahren und war aber eigentlich, sag mal, die zweite große Sensation am Start neben dem Touring Coupé. Dann hat es in den 50er Jahren als Dienstwagen gedient und dann verliert sich die Spur. Ein Rennsportwagen, der Geschichte geschrieben hat. Das BMW 328 Kammcoupé. Extravagant. Innovation auf höchstem Stand und ein Automobil, das verschwunden ist. Das Auto ist nie wieder aufgetaucht, es gab auch nie Gerüchte, dass das Auto irgendwo sei. Und dann kam eben die Idee irgendwann auf, man müsste es doch mal wieder aufbauen. Und er hat es vollbracht. Restaurator René Große. Mit seinem Expertenteam hat er in aufwendiger Detailarbeit das BMW 328 Kammcoupé nachgebaut. Eine Meisterleistung. Ein Automobil aufzubauen, von dem es nicht viel mehr gab als einige Bilder. Es gibt keine Bauzeichnungen von diesen Autos. Es gibt wirklich nur einige wenige Archivfotos. Wir müssen sehr, sehr viele Referenzmaße nehmen an den Fotos. Die Maße rechnen wir dann hoch auf die entsprechenden Bauteile, die wir dann brauchen und bauen wollen. Diese individuelle Fertigung ist ohnehin mit vielen heutigen Fertigungsmethoden nicht zu machen. Also wir können so ein Auto nicht in 3D fräsen oder irgendwas. Wir müssen das alles per Hand anfertigen. Zum Beispiel diesen Aluminium-Gitterrohrrahmen, der ist wie früher vermutlich auch auf einer Rohrbiegemaschine gebogen worden und dann entsprechend verschweißt worden. Fahrzeugbau in Handarbeit. Mit Präzision und Liebe fürs Detail nimmt das BMW 328 Kammcoupé langsam Gestalt an. Die Rückbesinnung auf alte Baupraktiken. Für die Autobauer von BMW eine einzigartige Erfahrung. Es ist ja so, dass das Fahrzeug silbern war und damals hat man das mit Fischsilber gemacht. Das waren also gemahlene Fischschuppen unter anderem und da diese organisch sind, waren die nicht sehr langlebig, sodass wir heute schon zu moderneren Lacken greifen. Und dann geht es endlich raus zur Jungfernfahrt. 70 Jahre nach dem Gewinn der Mille Miglia. 57 Jahre nach dem Verschwinden des Automobils. Ein Moment, auf den René Große und sein Team lange gewartet haben. Ja, der erste Eindruck war hervorragend. Wir hatten Gänsehaut bei der ersten Fahrt und das Auto hat also zeigt keine Anzeichen von Schwächen. Es läuft sehr gut. Wunibald Kamm, Experte für Aerodynamik in den 30er Jahren, gab dem Rennsportwagen seinen Namen. Das BMW 328 Kammcoupé brachte es damals auf beachtliche 230 Stundenkilometer. Tatsächlich sind die Autos als solche konstruiert worden, um als Rennwagen schnell zu sein. Das heißt, die aerodynamische Form ist tatsächlich gerettet worden und spielt bis heute natürlich eine riesige Rolle, weil je aerodynamischer, desto weniger Verbrauch. Also es ist ein wichtiger Koeffizient in der ganzen Effizienzrechnung. Von der Werkstatt direkt zur Weltpremiere. Auf dem Concorso d'Eleganza am Comer See im April wurde das BMW 328 Kammcoupé erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Und schließlich, der Traum wird wahr. Bei der Mille Miglia 2010, 70 Jahre später, geht das BMW 328 Kammcoupé wieder an den Start. 1000 Meilen quer durch Italien. Der Kreis hat sich geschlossen. Die Legende des Rennsportwagens ist damit vollkommen.